gestreikt wurden am 20. Juni die Filialen von Schlecker und das Real SB Warenhaus in der Neustadt. Hier die Streikenden am Morgen im DGB-Haus bei ihrer ersten Streikversammlung. Beschlossen wurde hier auch eine neue Idee für eine neue Aktion, nämlich ein Flashmob. Wo, das wurde erst im Bus bekannt gegeben, denn ein Flashmob kommt überraschend, wie ein Flash eben. Richard Schmidt ist der zuständige Verdi-Sekretär und er erläutert die Aktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hört ihr mich alle? Das ist schön. Wir fahren jetzt nach Osterholz-Scharmbeck und werden dort einen Markt aufsuchen, nämlich den Marktkaufmarkt, und dort unsere kleine Flashmob-Aktion starten. Der Marktkaufmarkt, zu dem die Flashmob-Aktivistinnen jetzt fahren, gehört zur Edeka-Gruppe Minden. Und dort sollte in der vergangenen Woche eine Betriebsversammlung stattfinden. Aber dem Management war es gelungen, die Belegschaft so einzuschüchtern, dass tatsächlich nur eine von 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erschienen war. Das könne man nicht so einfach durchgehen lassen. Deshalb die Hilfe der Streikenden aus Bremen. Dann kamen die genauen Instruktionen. Alle sollen gesittet und unauffällig in den Markt hineingehen, sich einen Einkaufswagen schnappen, die Chips wurden schon vorher verteilt, dann die Wagen bis zum Rand vollpacken und zur Kasse fahren. Wichtig, es darf keine Frisch- und Tiefkühlware eingepackt werden. Das wäre nämlich eventuell schon Sachbeschädigung und das wäre verboten. Habt ihr alles verstanden, was ich gesagt habe? Ist es angekommen? Ja. Dann gebt mal laut, ob es angekommen ist. Ja. Na super, danke. So, wir sind angekommen. Der Flashmob kann losgehen. Wir protestieren mit dieser Flashmob-Aktion gegen die brutale Haltung der Arbeitgeber. Ausgerechnet bei Marktkauf, die im vergangenen Jahr als Tochter von Edeka Minden einen Millionengewinn erwirtschaftet haben, will man den Beschäftigten lediglich 1,8% mehr Lohn und Gehalt zahlen. Gegen diese Politik wenden wir uns hier und heute mit dieser Festmobilisierung, die sich nicht mit den Beschäftigten. Richard, gibt es mir auch ein Flugblatt? Ja, klar. So, das Chaos ist perfekt. Wie verabredet verstopfen die vollen Einkaufswagen die Kassen und man sammelt sich wieder im Vorraum. Liebe Kunden, liebe Beschäftigte von Marktkauf hier in Osterholz, Scharmbeck, mit einer Flashmob-Aktion protestieren wir hier und heute gegen die Blockadehaltung der Arbeitgeber in der diesjährigen Tarifrunde. Obwohl wir inzwischen eine Preissteigerungsrate von mehr als 2,4% haben, bieten die Arbeitgeber den Beschäftigten lediglich eine Gehalts- und Lohnerhöhung von 1,8%. Immerhin gehört Edeka Minden zu einem der Unternehmen, die ihren Gewinn im vergangenen Jahr verdoppelt haben. So. Damit ist unsere Aktion hier und heute beendet. Wir kommen gerne wieder und wir fordern die Arbeitgeber auf, den Beschäftigten eine vernünftige, tarifliche Erhöhung ihrer Löhne und Gehälter zur Verfügung zu stellen, damit sie auch in Zukunft vernünftig existieren und leben können. Schönen Dank. Draußen wartet der Betriebsrat. Er wusste, dass etwas passieren sollte, aber er wusste nicht was und vor allen Dingen wusste er nicht wann. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich wohl. So viel habe ich noch nie eingekauft. Und gibt das nicht Ärger mit dem Einräumen? Nein. Nein. Das gibt's ist ja alles normale Arbeit. Hier kommt der Marktleiter, Herr Meier. Er weiß, dass die Aktion legal ist und er weiß, dass er nichts machen kann. Sind Sie offiziell der Streikführer oder ist das ein Bilderstreik? Das ist kein Bilderstreik. Was ist denn das? Das ist eine Arbeitskampfmaßnahme der Gewerkschaft.
Und Sie haben nicht genug Geld mit in der Tasche, dass Sie das alles einkaufen, was Sie da eingesteckt haben. Ja, weil Sie natürlich auch so wenig bieten. Mit 1,8% können wir uns das alles nicht leisten. Ich bin kein Verhandlungspartner. Ja, das sagen Sie alle. Und Sie haben wirklich nichts davon gewusst? Nein, ich hatte Urlaub. Bin heute den ersten Tag wieder da. Super. Und war eine tolle Überraschung. Ja. Unterstützung haben. Was schätzen Sie denn, haben die Kunden für sowas ein Verständnis? Ich denke schon. Schon sitzen alle wieder im Bus. In Hochstimmung geht's zurück nach Bremen. Und Erich, war sie gut, die Aktion? Ja, hat alles Spaß gut gemacht. Alles gut geklappt? Ja. Aber schön vollgepackt habt ihr, das war super. Das macht auch Spaß. Ist doch mal gut, wenn man was Spaß macht. Ne? Genau. Ne? Wir hatten Spaß bei der Arbeit. Ne? Ja, genau. Spaß bei der Arbeit, das kommt gut. Also, euer Streik, liebe Kolleginnen, ist ein legaler, durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschützter Streik. Sollte irgendjemand versuchen, euch einzuschüchtern, euch in irgendeiner Form zu sanktionieren zu versuchen, dann bitte ich sofort um Rückruf. Lasst euch auf keinerlei Diskussionen ein, besteht darauf, dass das legal war. Wenn eine Gewerkschaft zu einem Streik aufruft, ist das eine legale Aktion, die geschützt ist. Und wer das zu behindern versucht, macht sich strafbar. Hier im Bus war es der erste Streik überhaupt in Ihrem Leben. Das ist immer eine, für mich, immer sehr positive und angenehme Überraschung, dass Menschen, wenn sie ihre Angst ablegen, wenn sie ihre Sorgen ablegen, also wenn sie ihr Grippen im Bauch ablegen, wenn sie das überwinden, wie mutig sie dann werden. Und leider passiert das viel zu wenig. Ja, und offenbar hat das ja auch allen großen Spaß gemacht. Wenn wir Arbeitskämpfe machen wie Trauerklöße, dann macht ja keiner mit. Viele wussten vorher nicht, was ein Flashmob ist. Das kann man nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Warum auf jeden Fall? Weil das Spaß macht. Ja, und man setzt ja auch ein Zeichen damit. Und die Kollegen haben ja selber gesagt, sie sind dadurch ja auch motiviert worden.